Jeder, der schon seit längerem einen Server betreibt, sollte das Problem wohl kennen. Der Server sollte eigentlich online sein, ist allerdings von einem auf den nächsten Moment spurlos aus dem Netzwerk verschwunden. Und genau in solchen Situationen ist ein KVM-Over-IP-Switch durchaus sinnvoll und ein echter Lebensretter, wenn man gerade nicht vor Ort ist. Dieser ermöglicht es nämlich, über eine virtuelle Konsole so auf den Server zuzugreifen, als hättet ihr Monitor, Tastatur und Maus lokal mit dem Server verbunden. Wie alle, die den ersten Teil meiner Server Rack Buildlog Serie gesehen haben, ja bereits wissen sollten, habe ich mir Anfang 2017 einen Evosyn DSR4030 KVM Switch gekauft, welchen ich in diesem Video auch ausgepackt habe. Grund dafür war, dass in den meisten meiner damaligen Server entweder Desktop Mainboards oder Supermicro Mainboards ohne integriertes Remote Management verbaut waren. Aber auch für Server, die bereits Management Features mit sich bringen, kann ein KVM Switch sinnvoll sein. Denn während beispielsweise bei den alten Dell-Servern die IPMI-Features bereits über den günstigen Hardware-Key freigeschaltet werden konnten, ist bei den neueren ein Software-Key nötig, welcher nicht gerade günstig ist. Kauft man sich hierfür allerdings einen KVM-Over-IP-Switch, zahlt man nur einmal für den Switch und kann anschließend alle Server in dem Rack über die dazugehörigen Module mit dem Switch verbinden, welche schon für ein paar Euro auf eBay zu finden sind. Aber jetzt erstmal zu dem Switch selbst. Wie bereits anfangs erwähnt, handelt es sich bei meinem KVM-Switch um einen Evosyn DSR4030, welches ermöglicht, bis zu 16 Server mit Hilfe von eigenen Modulen an den jeweiligen Servern über das Netzwerk fernzusteuern. Bei diesen Modulen gibt es allerdings mehrere Varianten. Ich habe mich hier für die Version mit VGA für die Bildübertragung und USB für Maus und Tastatur entschieden, da ich PS2-Anschlüsse nicht zwingend benötige. Auch zu erwähnen ist, dass der Evosyn DSR4030 nicht nur per Webkonsole, sondern auch gleichzeitig als herkömmlicher KVM-Switch genutzt werden kann. Hierzu werden einfach ein Monitor sowie Maus und Tastatur direkt mit den jeweiligen Anschlüssen an dem Switch verbunden. Um den KVM-Switch jetzt zu konfigurieren, verbindet ihr diesen mit eurem Computer. Hierzu benötigt man grundsätzlich einmal ein RS-232 Serial 0 Modem-Kabel. Ich habe mich hier für ein Modell von Startech entschieden. Einen Link zu dem genauen Kabel findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Nachdem der KVM-Switch dann mit dem Computer verbunden wurde, muss nur noch der passende Treiber für euer Adapterkabel installiert werden und dann könnt ihr euch auch schon mit einem Programm wie zum Beispiel PuTTY mit dem KVM-Switch verbinden. Nachdem erfolgreich eine Verbindung aufgebaut wurde, würde ich empfehlen, den Switch als erstes auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, da meist weder die Netzwerkkonfiguration noch das Admin-Passwort des Vorbesitzers bekannt ist. Als nächstes wechselt ihr mit 1 in die Netzwerkkonfiguration des Switches und wählt das Untermenü IP Configuration. Hier wähle ich IPv4 DHCP, da ich die statische IP-Adresse später in meinem pfSense-Router festlege. Jetzt die getätigten Änderungen mit 0 speichern und mit Yes bestätigen. Wenn alles richtig durchgeführt wurde, sollte man sich jetzt im Webinterface mit den Default-Login-Daten anmelden können. Im Falle der Evosyn-Switches ist das Username Admin und kein Passwort. Um jetzt eine Remote-Verbindung mit einem der Server aufzubauen, wählt ihr auf der Startseite den gewünschten Server und klickt auf KVM-Session. Hier ist es außerdem empfehlenswert, die Module mit dem Namen der Server zu benennen, um sofort erkennen zu können, welches KVM-Modul mit welchem Server verbunden ist. Nachdem die .jnlp-Datei heruntergeladen wurde, wechselt in die Java-Konfiguration, wählt den Tab Sicherheit und fügt die IP-Adresse eures KVM-Switches der Ausnahmeliste hinzu. Jetzt solltet ihr euch einfach über einen Doppelklick auf die zuvor heruntergeladene Datei problemlos mit dem Remote-Fenster verbinden und den Server fernsteuern können. Das Remote-Fenster funktioniert natürlich unabhängig von dem Zustand des Servers, was bedeutet, dass darüber auch BIOS-Einstellungen oder ähnliches problemlos durchgeführt werden können. Aber das war's auch schon von diesem Video. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen, lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Video. Servus!